Einen wunderschönen guten Tag, YouTube, hallo und herzlich willkommen bei mir, Jesse Neven, zu Dragon Age The Veilguard. Und ich will jetzt gar nicht lange fackeln. Vielleicht nur ein bisschen Game Sound leiser machen. Oh, wir gehen rein. Euch, mir viel Spaß. Bei Part Nummer 9 ist es, glaube ich. Ich glaube. Aber glauben kann man in der Kirche. Also, viel Spaß. So, das letzte Mal haben wir uns ein bisschen verlaufen und haben erst eine der Hauptstories gemacht, nachdem ich eigentlich schon wieder was ganz anderes angefangen hatte. Daher möchte ich jetzt erstmal schnell mit euch hier wieder zurück zur Kreuzung, denn da haben wir diverse Portale, die uns ja weitergebracht haben. Und da war ja das Problem, dass ich irgendwie dachte, ich könnte denken, dass ich in die Dockstadt müsste. I don't know. Wir waren da ja schon eigentlich haben wir die Dockstadt-Quest schon eher bekommen. Aber, naja. Also wie dem auch sei. Wie kann ich denn... Ich kann hier gar nicht hin und her schnell reisen. Also man muss, wenn man dann wieder zurückkommt, muss man erstmal wieder aufs Boot. Wir machen erstmal hier den rechten Pfad, natürlich. Ist immer noch sehr ungewohnt, das Springen auf F ist. So, zu anderen ablegen. Ufern. Abfahrt. Also es war alles ein bisschen verwirrend. Ich hätte die Dockstadt eigentlich auch erst eher machen sollen und dann wieder später. Und, naja, wir sind jetzt mehr oder minder sind wir jetzt wieder an der Kreuzung und kümmern uns um die Portale hier vor Ort. Ich habe übrigens so das Gefühl, dass nach einer bestimmten Zeit X... Okay, die Heilung da drüben brauche ich nicht. Dass nach die Geister kehren zurück. Und gedeihen wieder. Oh, schön. Schön für sie. Schön. Ich habe übrigens so das Gefühl, dass das große Problem mit an den Rucklern einfach ein RAM-Overload ist. Wir geben Geister Geld aus. Egal. Weil, jetzt seht ihr es, es läuft richtig flüssig. Kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich an... Oh Gott, wie hieß nochmal die Stadt? Scheiße, Mann, wie hieß nochmal die Stadt? Minrathis. Liegen, dass da zu viele Charaktere hin und her hüpfen und daher die Grafikkarte irgendwann denkt so, ey Bruder, ich hab hier echt einen harten Job. Also, wir gehen jetzt in die Story mehr aus Blut. Und let's go. Bin ich mal gespannt. Treviso. Okay. Eine der schönsten Städte in Antiva. Aber im Moment wird sie besetzt. Hoffentlich können wir unseren Kontakt treffen. Boah, die Städte, die sind so schön gemacht, ne? Willkommen in Antiva. Ihr müsst Rook sein. Oh. Ah, jetzt kapiere ich den einen Fred. Weil gestern habe ich nur auf Freds eben gelesen. Und ihr seid anderer Teja Kantori. Von den Krähen? Dass sich Leute halt beschwert haben, so, ja, ich verstehe das nicht, warum können Elfen auf einmal sprechen wie Hispanics? Und ich so, Digga, da sind Drachen in dem Spiel, da sind eiskalt Drachen in dem Spiel, da gibt's Elfen, da gibt's Zwerge. Das ist genau die gleiche Diskussion wie, warum sind da Leute trans? Ja, juckt doch. Also es juckt doch wirklich alles komplett. Also sehe ich halt so, ne? Dann lass doch Leute trans sein, lass Leute, gleichgeschlechtliche Liebe, lass doch Leute oder Elfen dann Hispanic sein, whatever. Also, wie man sich an einem Fantasy-Game... Kommt, mein Partner Viago versammelt die anderen. Wir aber können uns unterhalten, wenn wir dort gleiche sind. Diskussion hatten wir auch bei der Herr-der-Ringe-Serie Ringe der Macht. Warum sind Elfen auf einmal POC? Die Dokumente. Es ist alles da. Lächerlich. Und
Meiner Meinung nach sollten diese Leute einfach mal ihre Prioritäten überdenken. Der Krieg der Antam gegen Tevinter steht in einem Pad. Einige kamen daraufhin hierher. Antiva war reich, bequem, ob das noch alles und hat keine stehende Armee, um sie aufzuhalten. Ihr Hobby ist, ne? Oder einfach nur ein Grund, um sich aufzuregen, weil, keine Ahnung, man ein bisschen frustriert ist im Leben so, ne? Aber gut, my two cents an der Stelle. Es ist bestimmt hart, mit den Antam zurechtzukommen. Diese Besetzung wird nicht andauern. Die Krähen von Antiva sind noch da. Und eines Tages jage ich ein Messer durch den Hals jedes Möchtegern-Tyrannen. Gefällt mir. Ich mach mit. Ruf mich an. Ruf mich auf meinem Handy an. Wir sind da. Oh, das hatte ich nicht erwartet. Willkommen im Cantori Diamant. Cantori Diamant. Ich lieb's. Ich finde das richtig sexy. Oh. Kann ich sie romancen? Ihr seid der Auftraggeber? Das ist Rook. Möchtet ihr etwas trinken? Ich verspreche euch auch, Viago nicht in die Nähe eures Glases zu lassen. Viago Deriva, die fünfte Kralle. Und das ist Katharina de la Morte. De la Morte. Die erste Kralle der Krähen. Es ist mir eine Ehre. Und ihr seid? Ilario de la Morte, ihr Enkel. Was führt euch hierher? Nun, mein Ziel sind zwei Elfengötter. Jedenfalls bezeichnen sie sich so. Tatsächlich sind sie verderbte Magier der alten Zeit. Meine Detektivin sagt, ihr habt einen Mann der Blutmagier und Venatori in die Knie gezwungen hat. Lucanus. Mein Enkel. Man nannte ihn den Dämon von Virantium. Er war derjenige, der diese Aufträge ausgeführt hat. Perfekt. Genau hinter dem sind wir her. Ja, bis auf die Tatsache, dass Lucanus de la Morte nicht mehr am Leben ist. Er wurde vor einem Jahr getötet. Das ist schlecht. Was ich euch jetzt erzähle, wird diesen Raum nicht verlassen. Der Tod wurde vorgetäuscht. Der Tote, den unsere Leute zu uns zurückgebracht haben, war nicht mein Enkel. Plot Twist. Er trug zwar seine Kleidung, aber sein Aussehen, sein Gesicht waren durch Blutmagie verändert worden. Mein Vetter ist noch am Leben und das sagt ihr mir nicht. Sein Schiff wurde angegriffen. Wir wussten, jemand hatte ihn verraten. Da behält man Geheimnisse besser für sich. Aber jetzt habt ihr es angesprochen. Weshalb? Ich habe die Venatori beobachten lassen, seit sie mir meinen Enkel genommen haben. Sie hatten euren Schreckenswolf gejagt. Und was ihr bei seinem Ritual getan habt, hat sie aus der Bahn geworfen. Sie haben angefangen, Fehler zu machen. Und ich habe jetzt einen Ort. Das Ossarium. Dort halten sie den Dämon von Virantium fest. Macht dieses Ossarium ausfindig. Befreit Lucanus. Dann bekommt ihr euren Göttermörder und ich meinen Enkel zurück. Geil. Let's go. Wir holen dich da heraus. Ich glaub an dich, so kommt, wie du an Katharina mich glaubst. Katharina hat ein Boot organisiert. Eine unserer Magier trifft uns dort. Boah, wow, fast dachunter gesegelt. Dachtet ihr etwa, die Venatori hätten ein normales Gefängnis? Eines, das den Dämon von Virantium festhalten könnte. Das Ossarium liegt unter dem Meer. Ein Umstand, den ich vor wenigen Minuten erfahren habe. Aber die dafür erforderlichen Verzauberungen müssen immens sein. Ihr missbilligt es, dass Katharina euch das vorenthalten hat. Ging es euch anders? Lucanus gehört zur Familie. Vielleicht dachte sie, ich würde voreilig handeln, wenn es um seine Rettung geht. Und jetzt?
Manchmal sind die Dialoge nicht lang genug für den Weg. Wir werden möglicherweise beobachtet. Wenn wir alle vom Dock verschwinden, ihr spielt den faszinierenden Helden. Ich kenne Treviso. Wenn uns jemand beschattet, habe ich eine höhere Chance, ihr Interesse auf mich zu ziehen. Die Dialoge sind teilweise nicht lang genug für die Wege, die gesetzt sind. Beziehungsweise sind zu lang. Das finde ich ein bisschen schade, weil da gehen nochmal ein bisschen Informationen flöten. Vielleicht hätte ich doch nochmal irgendwo hin und her rennen müssen, um Loot zu sammeln oder so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht sich das nicht 1-1 auf, leider. Da fehlt doch jemand. Und wie kommen wir rein? Wartet's ab. Scheiße, was passiert? Müssen wir jetzt schwimmen? Ich hasse Unterwasserlevel. Jemand oder etwas hat die Wachen bereits ausgeschaltet. Hoffentlich stoßen wir nicht auf das, was das hier angerichtet hat. Glaubt ihr, dass Lucanus noch lebt? Es gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Da fehlt doch jemand. Ich hab doch noch Harding mitgenommen. Dachte ich zumindest. Sieh doch. Das ist also das Ossarium. So ein Gefängnis habe ich noch nie gesehen. Ich meine, wichtig ist erstmal, dass wir die Schattengängerin dabei haben. Und dieses Erz mitnehmen können. So, heute wieder ein bisschen motivierter, heute ein bisschen aktiver und fitter. Ich kann wieder auf Loot-Suche gehen. Oh mein Gott, man sieht einfach die Fußspuren. Es ist zwar wirklich nur eine Spur und nichts Handfestes, aber man sieht es. Es ist dran gedacht worden. Yeet. Und ja, jetzt könnte man natürlich sagen, in diese Richtung gehen wir nicht. Dieser Ort sieht elfisch aus. Ich wette, er ist schon unter Wasser, seit die Götter eingesperrt wurden. Mindestens. Es ist 2024, daran muss gedacht werden. Ja, machen aber auch nicht alle Games. Unglaublich, dass all das unter Wasser ist. Wenn die Verzauberungen, die diesen Ort schützen, irgendwann versagen. Das sollten sie nicht, aber möglich wäre es. Und zu allem Überfluss suchen wir einen Mörder. Wie sicher sind wir uns, dass das eine gute Idee ist? Naja, wir wollen ein paar Götter töten. Da ist ein Dämon vielleicht genau das, was wir brauchen. Okay, da ist nichts zum Aufheben. Nicht runtersehen, nicht runtersehen. So, da müssen wir weiter. Ergo, wir gehen mal in die andere Richtung, nach da oben. Und werden belohnt mit einer kleinen und einer großen Kiste. Sehr schön. Ich brauche mal, glaube ich, langsam einen Ort, wo ich mir irgendwie was kaufen kann. So das Gefühl. Das ist eine magische Barrikade. Was auch immer da drin ist. Die Venatori wollten auf keinen Fall, dass es rauskommt. Sowohl mein Gold wie auch die Materialien, die ich sammle, nehmen langsam Überhand. Also über das, was ich eigentlich... Okay, verguckt, da hinten habe ich eine kleine Kiste gesehen gehabt, dachte ich. Yeet! Oh, festhalten! Nein, Bruder, werf da hoch. Genau, schön. Wir haben es fast geschafft. Schön. Okay,
Okay, Main Weg geht nach vorne. Ich gehe nach links. Und auch hier werden wir belohnt. Oh, neues Amulett. Kann ich mehrere Amulette anlegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, Dauer von beschleunigt. Erhöhter Schaden. Ah, okay. Das bringt mir nicht so viel. Oh, da ist noch eine Schriftrolle. Wir müssen nicht kämpfen. Wir sind nur wegen Lucanus de la Morte. Gleich geht's los. Gleich geht's richtig ab, Mann. Tazikel, Drache der Geheimnisse. Lusakan, Drache der Nacht. Ihr hört eure Getreue. Ich will ihn als Gefährten haben und ich niemand schätze, anderen. Ihr seid der Grund, warum wir hier sind. Wer seid ihr? Wer schickt euch? Mein Name ist Rock. Katharina schickt mich. Katharina, ihr seid keine Krähe. Ein Tag voller Überraschung. Ihr hattet nicht mit eurer Rettung gerechnet und ich nicht mit was immer das war. Rock, er hat einen Dämon in sich. Es ist kompliziert. Katharina versprach uns einen Magiertöter, wenn wir euch befreien. Ihr bekommt ihn. Gut, ich bin mir nämlich fast sicher, dass weitere Venatori auf dem Weg sind. Wir müssen los. Sie haben eine Fiole mit meinem Blut. Damit können sie mich kontrollieren. Sie darf nicht in ihrem Besitz bleiben. Und ich hatte einen Auftrag, als ich geschnappt wurde. Eins meiner Ziele ist hier, Caliban. Ich muss es ausschalten. Also gut, wir helfen. Aber dafür will ich Hilfe dabei, auch etwas umzulegen. Killerkommando. Ich danke euch. Ihr bekommt bestimmt noch Gelegenheit, euch zu revanchieren. Gehen wir. Hä? Wir revanchieren uns doch. Was unternehmen wir als erstes? Die Blutfiole zuerst, dann mein Ziel. Caliban, der Gefängnisdirektor. Wo finden wir sie? Im Turm. Es gibt eine Brücke. Nicht mehr. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Ist aber gar kein Thema, denn links geht's ja auch noch weiter. Magier, meine Spezialität. Okay, total überambitioniert. Einer von ihnen hat einen Schlüssel. Und einfach, weil ich hier wasten kann auf dem Schwierigkeitsgrad, nehme ich für die 2% Leben, die mir gefehlt haben, einfach mal einen Drang. Ja, einfach mal so. So, habe ich den genommen. Was ging hier vor sich? Sie haben Menschen und Elfen als Opfer benutzt, um Geister herbeizurufen. Jeder Geist kann zu einem Dämon werden. Und Sarah hat ihnen keine Wahl gelassen. Sarah? Ich kenne keine höherrangigen Venatori als sie. Auch wenn es vielleicht irgendwo welche gibt. Dieser Ort gehört ihr. Oder wo hast du ihn geschmissen? Ach so, das explodierende Schild hat nicht genügend Bums. Ich verstehe. Da fehlt es dann an Kraft.
Boah, also ganz ehrlich. Könnt ihr jetzt von mir halten, was ihr wollt. Aber ich würde mir echt... Also ich mochte Star Wars Outlaws, ne? Das will ich hier gleich mal vorneweg sagen. Ich mochte es, hat mir Spaß gemacht. Aber wenn ich mir jetzt Dragon Age The Veilguard angucke, würde ich mir echt unglaublich gerne wünschen, dass sich BioWare wieder hinsetzt und ein neues Star Wars Game macht. Und nicht nur irgendein Remake, sondern was Neues. Auch bitte ohne Skywalker, ohne Imperium oder sowas. Alter Shit. So wie sie es schon früher gemacht haben. So, das würde ich fühlen. Und Tote. Also genau genommen von Geistern beseelte tote Körper. Sie sind Sarah Renatas Werk. Dieser Ort existiert nur, damit sie ihre neue, noch üblere Arten von Dämonen erschaffen kann. Okay, da kann ich nicht einfach drüber springen, da muss ich einmal drumherum gehen. Wenn das irgendwie machbar ist. Okay, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich brauche hierfür, brauche ich einen Kristall. Gucken, ob ich den da oben finde. Da vorne sind Venatoren. Die gehören mir. Dropkick! Finishing! Da war leider nichts weiter drin. Normalerweise wäre ein Dämon kaum in der Lage, jemanden wie Lucanus auch nur wahrzunehmen. Es ist kompliziert. Scheiße, Mann, das kriege ich nicht ab. Das ist nicht der Kristall, den ich brauche. Ich hatte mich schon darauf gefreut, wieder zurückzugehen. Ich wollte backtracken, Alter. Ach, guck mal an. So, wir nehmen den jetzt einmal mit und dann gehen wir erstmal ganz zurück an den Anfang, holen uns da den Raum. Muss jetzt die Brücke geben, genau, oder den Boden ersetzen. Geil, neuer Schild. Da haben wir noch Holz. So. Jetzt können wir hier wieder rausgehen, nehmen uns den Kristall und werden oben mal der ganzen Sache ein bisschen Bums verleihen. Der Stein sorgt dafür, dass der Boden da bleibt. Den können wir natürlich nicht einfach rausnehmen. Alright, I see. Dann platzieren wir den Stein, dann kriegen wir hier Boden. Und können dann ist weiter. Die Blutfiole, die Venatori genommen haben. Sie dient der Blutmagie. Irgendwie gerade nicht zu kontrollieren. Und den Dämon. Solange sie existiert, kann ich Caliban nichts tun. Ich finde es richtig faszinierend, diese Idee der Technologie. Ist das nicht der Eingang gewesen? Ja. Was machen wir jetzt? Wovon redet ihr?
Der Dämon hat das alles aus dem Nichts gezogen? Ich bin ebenso überrascht wie ihr. Kämpfen gegeneinander? Aber die Venatori haben doch all diese Geister überhaupt erst beschworen. Blutmagier. Wir lernen es auch nicht. Zara kann so viele Dämonen beschwören, wie sie will. Aber sie hat nicht geholfen. Dropkick! Nichts kann uns aufhalten! Was wollte Zara mit all diesen Untoten? Nichts. Sie waren Fehlschläge. Wenn das hier Fehlschläge sind, wie sehen dann die Erfolge aus? Sie hat die besten Resultate vor ein paar Tagen weggebracht. Ein paar der Dämonen, die sie erschaffen hat, sind aber noch hier. Also wie gesagt, wenn ihr die ganzen Texte lesen wollt, müsst ihr halt einfach einmal kurz pausieren. Ich schreie zwar die ganze Zeit, geile Story, geile dies, das, geil, das. Und dann lese ich mir halt Zettel nicht durch, was tatsächlich in vielen Fällen eigentlich mehr Storytelling ist als manches, was einfach von Charakteren erzählt wird, ne? Okay, jetzt habe ich so viel Loot schon wieder bekommen, dass ich mal reinlunzen muss. Da ist hier gab es aber einen neuen Schild. Boah, Straucheln um 88 weniger. Brauche ich halt auch eigentlich auch mehr. Wenn ich die Scheiße abhalten will. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz den Scheibenwischer anmachen. Was ist da los? Gerade war es ein bisschen milchig auf einmal. Okay, da gab es nichts. Ist bei ihr irgendwas? Ja, er ist auf jeden Fall im Team. Geil. Nice Sache. Warum ich jetzt allerdings nicht Harding dabei habe, frage ich mich. So, und ich habe 2 weitere Skillpunkte. Okay, vielleicht sollte ich mal. Rüstest du eine Fähigkeit jedes Mal Schadenstyps aus? Erhöht sich der Fähigkeitsschaden jedes Schadentyps aus? Okay, jedes Schadentyps aus, erhöht sich der Fähigkeitsschaden um 20%. Aber was ist der verschiedene Schadenstyp? Das sieht für mich aktuell noch alles ziemlich gleich aus. Beim Tragen verschiedener Typen von Helm und Rüstung. Schildwurf, Abpraller plus 2. Ah, okay. Also Brust eventuell, dann mittlere und Kopf schwere Rüstung. Oder eben andersrum. Was habe ich an? Mittelschwere und schwere. Würde sich also schon wieder lohnen. Und wäre es Mord. Dann nehme ich das doch. Dann habe ich einen Abpraller mehr. Du erhältst Flammenwaffen, nachdem du einen Gegner mit einem Treffer an einer Schwachstelle besiegt hast. Schwachstelle? Ich nehme es mal. Vielleicht mache ich das ja random irgendwie. Aber ich habe aktuell nicht so das Gefühl, dass ich das bewusst mache. Alle Waffenangriffe verursachen Kälteschaden für 20 Sekunden. Schön, nehme ich. Let's go. Starten wir direkt full buffed rein. Oh.
Ihr sagtet, er hat hier das Sagen? Nein, er ist ein Lakai. Er leitet diesen Ort für einen mächtigen Magister. Er war vor einem Jahr mein Ziel. Jetzt wollen wir beide seinen Tod. Und wir bedeutet... Dämonen verzeihen nicht. Ich auch nicht, Mann. Ich auch nicht. Und dieser Ring verzeiht auch nicht, denn der macht Fernkampfangriffe. Ja, okay, gut. Nehme ich fürs Schild mit. Okay, wait a minute. Da drüben ist eine Kiste. Und an die will ich auf jeden Fall ran. Jetzt muss ich halt wirklich dran denken, dass Brust schwer und Kopf auf jeden Fall leichter sein muss. Also mittelschwer, leicht, wie auch immer. Ah, guck mal, ist nicht nur eine Kiste, ist sogar noch Holz dabei gewesen. Eieieiei. Wegen ihnen existiert dieser Ort. So sieht der Erfolg für sie aus. Dropkick! Nicht runterfallen! Und Dropkick! Runter! Ich hab den Müll runtergebracht. Achso. Stopp, hier will ich noch nicht hin. Ich will hier nicht hin. Ich will wieder nach Hause. Okay, da will ich aber auch noch nicht hin, weil da ist nämlich der Weg. Hingedropkickt. Und ich hab's nicht gesagt. Dropkick! Wenn ich mich nicht verguckt habe. Und sich da unten werde ich jetzt smashen. Haha. Absoluter Overkill. Overkill. Mittelschwerer Helm. Schön. Könnte ich nutzen. Gucken wir. Wann kriege ich diese Boni? Frage für einen Freund. Also Helmdesign war jetzt nicht so bisher der Hit. Oh, da hinten ist noch Loot. Da war jetzt nichts, wo ich sag so, geil, Mann. Das ist absolut meine Rüstung. Also generell finde ich, die Rüstung ist generell noch nicht so ganz meine Rüstung. Für das, wie ich meinen Charakter designt hätte, wenn ich es frei könnte. So, da hinten ist noch eine Truhe. Die dachten, ich sehe sie nicht, nur weil sie nicht komplett gelb leuchtet. Ah ja. So, hier hinten haben wir jetzt alles. Gut. Zuerst deine verpassen, dann könnt ihr ihm den Rest geben. Wenn du möchtest.
Ich denke mal, das war genauso wie geplant. Jetzt weiß ich auch, warum Harding nicht dabei ist. Weil wir halt eben... Ich schätze mal, das ist kein gutes Zeichen. ...jemanden zweites dazu bekommen haben. Nicht mehr viel. Ja, lang. Wir nehmen eine Abkürzung. Geht voran. Gerade nehme ich mein Problem, ich habe dieses Ticken gehört. Und bin ein wenig nervös geworden. Betrachtet es als erledigt. Ich werde niemals vergessen, wie ich in Assassin's Creed 2, und ich glaube es war 2 der Brotherhood, haben sie am Ende nochmal irgendwie was eingeführt gehabt und das ging alles auf Zeit. Ey, ich war so gestresst. Weil man diesen Weg nur schaffen konnte, wenn man 100 Versuche sich erstmal diese neue Wandlaufmethode angeeignet hatte. Ich dachte so, ey Leute, das könnt ihr jetzt echt nicht bringen. Okay, hier oben haben wir alles, ne? Können wir jetzt also hier runtersliden? Plan, wie wir hier am besten vorgehen? Wir können ja schlecht einfach alles absuchen. Ich weiß, es ist hier. Wir können es riechen. Ey. Also ganz ehrlich, wenn die anderen Portale auch so werden, sehr feierbar. Ein Kinderspiel. So, hier einmal schnell alles abluten. Da kommen wir natürlich nicht raus. Da ist ja Wasser. Das wäre ja Quatsch. Ich mich halt frage, riecht es da drinnen nach abgestandenem Meerwasser? Richtig süffig und algig. Gibt ja Leute, die das mögen, ne? Aber ich kann mich ja mit sowas jagen. Wirkt beschleunigt, wenn du einen Trank benutzt. Nö. Von den blauen habe ich ja definitiv mehr. Boah, mitten in den Weg rein. Ich dachte, ich müsste springen. Okay, das ist also der Lüft, der uns nach oben bringt. Ah. Okay. Ich war wieder meiner Zeit voraus. Boah, so viel Loot, Alter, geil. Geil. Ein Handy. Bleiben noch zwei.
Ah, zumindest nochmal ein Tongefäß. Schön, Wertgegenstände. Na also, jetzt steht nur noch ein Kristall zwischen uns und der anderen Seite dieser Barriere. Das war's. Die Barriere müsste jetzt weg sein. Na, dann sehen wir doch mal, was uns auf der anderen Seite erwartet. Wow, das ist weniger eine Blutfiole, als vielmehr eine ganze Flasche. Das ist es. Es muss es einfach sein. Bruder, ich kümmere mich gleich um die Flasche, aber bevor hier was passiert und wir eventuell den Raum skippen, wird wahrscheinlich safe nicht der Fall sein, weil das wäre... Das wäre unlogisch. Vielleicht sollte ich mir für sowas die Zweihand-Axt nehmen. Einfach richtig schön durchmähen. Achso, ich muss sie zerstören. Okay. Es ist endlich zerstört. Und was jetzt? Jetzt suchen wir nach Caliban. Okay, let's go. Ich habe da drüben schon einen Aufzug gesehen. Ah. Den Hebel habe ich tatsächlich eben nicht gesehen. Also, Lucanus, euer Dämon. Habt ihr den Eindruck, er ist unter Kontrolle? Mehr oder weniger. Schon gut, reden wir über etwas anderes. Wie ist Katharina so? Ganz ehrlich, ich saß so lange in diesem Loch fest, dass ich mich kaum mehr erinnern kann. Okay, Bossfight. Wir müssen jetzt uns alle mal beruhigen, ja? Denn gefühlt ist das, glaube ich, der erste Bossfight. Oder? Das war vollkommen unnötig. Sarah und ihre kleinen Späße. Er ist doch schon der Dämon von Virantium. Wäre das nicht eine köstliche Ironie? Samuel L. Jackson? Ja, zum Schreien. Und wer muss das ganze Chaos hier jetzt wieder beseitigen? Nee, ne? Ich natürlich. Das ist also Caliban. Ja. Er ist das Ziel, mit dem ich vor einem Jahr beauftragt wurde. Eine Krähe lässt niemals einen Auftrag unerledigt. Was haben Sie euch im Austausch für mein Leben angeboten, Krähe? War es das wert? Oh, ihr habt Leute fürs Grobe mitgebracht. Wart ihr etwa einsam? Ihr seid nur ein gescheitertes Experiment meiner Zeit nicht wert. Das Aquarium ist mein Reich. Niemand. Ich habe hier die Kontrolle. Aua. Zeigt euch, Gefangene! Okay, der Kampf ist jetzt ein bisschen anders. Ich
Scheiße. Das war schlecht. Ich werde herrschen. Ich weigere mich zu fallen. Junge, der drückt mir aber gerade ganz schön. Okay, ich sollte vielleicht aber auch mal meine Gefährten nutzen, ne? Und bitteschön. Hätte schon viel früher machen müssen. Ach, da denke ich nicht dran. Da denke ich einfach noch nicht dran. Schande auf mein Haupt. Die Krähen lassen schön grüßen. Bakao! Das war's dann wohl mit eurem Ziel. Ja, wir sind hier fertig. Riecht nach Blut, nach Asche. Wir sind nicht fertig, noch nicht. Lucanes? Alles in Ordnung mit euch? Lucanes? Was starrt ihr da an? Vorsicht! Sie wissen es. Mit uns stimmt was nicht. Ihr könnt ihn nicht sehen. Ich hatte mich das schon gefragt. Wir haben offensichtlich viel zu besprechen. Irgendwo anders. Ja, ich denke, es wird Zeit, endlich wieder frische Luft zu atmen. Ich finde ihn cool. Ich finde ihn richtig cool. Könnte noch zu Problemen führen, muss aber nicht. Ah, und direkt kriegt er einen Degen, Alter. Schön, 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 schön. Er ist doch besser, oder? Ja, wäre jetzt dumm, wenn nicht. Wir haben ein Level up gehabt. Titanenstampfer, da will ich mal langsam hin. Wenn ich mich nicht irre, habe ich da oben was gesehen. Ja, immerhin Schriftrollen. Und noch eine Truhe. Bingo! So, ich fülle mir hier noch meine Tränke auf, dann quatsche ich mit ihm und dann sehen wir mal, ob es zurück geht oder nicht. Wollen wir aufbrechen? Ja, gehen wir. Let's go. Ich bin bereit, diesen Ort zu verlassen. Dann stellt euch mal vor, wie ich mich fühle. Geil. Der Kantori-Diamant. Treviso. Herr Bauer. Lucanis? Was ist hier passiert? Eine Botschaft von Sara Renata. Ich fasse es nicht. Lucanis. Sara, sie kam so nah an uns ran? Betreibt sie das Gefängnis? Sie ist die Venatori-Hexe, die mich eingesperrt hat. Vielleicht rächt sie sich für den Ausbruch. Wo ist Katharina? Sie ist... Die Venatori haben sie in dem Chaos erwischt. Ich kriege dich zurück. Verliere dafür aber sie. F. Jemand hat die erste Kralle der Krähen ermordet? Jetzt, wo die Götter frei sind, das kann kein Zufall sein. Sara hat uns schon immer Probleme gemacht. Und ihr habt selbst gesagt,
dass sie sich vielleicht rächen wollte. Nein, Rook hat recht. Der Zeitpunkt ist verdächtig. Aus vielen Gründen. Wenn ich Sarah finde, frage ich sie. Du bist gerade erst zurück und du willst schon wieder weg? Katharina gab mir einen Auftrag. Und ich werde diese letzte Abmachung ehren. Das schulde ich Rook. Der Familienauftrag. Ist der Auftrag erfüllt, komme ich heim. Ist der Auftrag erfüllt, komme ich heim. Ihr kriegt ihn wohlbehalten zurück. Danke. Vetter, wenn du Sarah findest, will, muss ich dabei sein. Wir werden angegriffen. Es geht gegen die Antam und die Venatori. Vergesst die Rache. Wir brauchen euch. Nein, Viago. Sarah hat uns angegriffen. In meinem Haus. Sie hat Katharina entführt. Aus meinem Haus. Du findest und tötest sie, Lucanis. Wie und ich halten hier die Stellung. Ich werde sie von dir grüßen, Thea. Für Katharina. Geil. Die Krähen verloren eine Kralle. Doch der Dämon von Virantium gewann seine Freiheit. Früher oder später galt es, offene Rechnungen zu begleichen. Und sie alle forderten ihren Preis in Blut. Deep Shit. Okay, back to Leuchtturm. Also der Part heute ist wirklich tatsächlich wieder ein bisschen länger. Sie sind dasselbe, mehr oder weniger. Außer, dass euch einer manipulieren wird. Oder töten. Oder beides. Aber wie wird man sie los? Worum geht's hier gerade? Bosheit. Den Dämon in Lucanis. Wenn jemand besessen ist, übernimmt meist der Dämon die Kontrolle. Und man wird zu einem Monster. Ein Geist verändert einen nur, so wie man will. Man kann eine Abscheulichkeit heilen, indem man den Dämon im Nichts tötet. Heißt es zumindest. Ja, der sicherste Weg wäre aber natürlich... Also, mich zu töten. Das wird jetzt irgendwie unangenehm. Er ist lustig, nicht wie ihr. Ich will mit ihm reden. Wie wär's, wenn wir das vorerst lassen? Wir werden schon irgendwas finden. Eine andere Lösung. Ich habe Leute in Minrathus, die wir fragen können, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Also gut, wie geht's weiter? Lasst mich mit ihnen reden. Ich will reden. Mit... Lucanis! Nein! Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ihr seid schon daran gewöhnt. Könnt euch töten, nichts daran ist okay. Wieso hat er das getan? Er hasst es, wenn er seinen Willen nicht bekommt. Aber er könnte euch doch auch einfach übernehmen. Kann er offenbar nicht. Und das ist... gut? Irgendwie? Erzählt doch nichts. Wenn jemand anderes das tun würde, wäre es auch nicht okay. Nein, dann würde ich die Sache mit einem Messer klären. So kann ich allerdings nichts dagegen tun. Geht einfach. Ohne Publikum wird ihm schnell langweilig. Ich weiß, die Lage war kompliziert, aber ich bin froh, dass ihr hier seid, Lucanis. Abgesehen vom Auftrag stehe ich in eurer Schuld. Lucanis. Bitte. Alter, hätte ich halt auch keinen Bock drauf, ne? Naja, gut.
Meer aus Blut ist damit abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zocken, also beim Zusehen wie ich beim Zocken. Sehr coole Quest. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Da gehen wir wieder in die Kreuzung und wandern ins nächste Tor. Vielleicht ist da auch noch ein neuer Gefährte. Da bin ich mal gespannt. Also, bis morgen. Nee, bis nachher. Bis nachher, genau. Ich habe ja immer zwei Parts pro Tag. Bis nachher. Lasst es euch gut gehen. Und tüdelü.